Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video mal anders. Ich bin ein wenig vom Winde verweht. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich wünsche auf jeden Fall erstmal allen Neuankömmlingen auf meinem Kanal herzlich willkommen. Ja, ein Aufgebraucht-Video anders handelt sich halt darum, dass ich halt mehrere Clips aneinander schneide. Damit ich halt zu Hause nicht einen ganzen Monat lang sammeln muss, Müll und so, habe ich keine Lust drauf. Deswegen hat sich das vor Jahren irgendwie mal so eingelebt, dass ich das halt mit Clips ineinander schneide und am Ende des Monats teile ich das Ganze auf in zwei Videos, weil sonst habe ich da echt Probleme mit dem Upload und so weiter. Und dann könnt ihr euch anschauen, was ich so leer gemacht habe. Und aussortiert vor allen Dingen auch. Aber erstmal leer. Ich habe von Ariel Waschmittel leer gemacht. Duft. Ist halt Ariel, ne? Finde ich sehr gut. Also gibt es nichts großartig zu meckern. Dann habe ich von Isana eine Spülung für die Haare leer gemacht. Habe ich sogar aufgeschnitten. Es hängen sogar ein paar Haare da dran. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Ja, Geruch finde ich total toll. Und die Wirkung finde ich auch super. Also das Haarshampoo finde ich auch gut davon. Ist eine gute Serie, finde ich. Was ich auch erstaunlicherweise ziemlich gut fand, weil normalerweise mag ich so Haarshampoo-Sachen von Gliss-Kur jetzt nicht so gerne. Aber diese Haarkur, also Haarkuren, aber um Alessandro mehr. Fällt mir gerade mal ein, meine Lieblingshaarkur ist sogar von Gliss-Kur. Das ist so eine 1-Minute-Intensivkur. Und die hier hat mich überzeugt, tatsächlich. Die ist auch von Gliss-Kur, hat auch nur, ich glaube, ja, 1 Minute muss man die einwirken lassen. Duft war auch schön. Leicht schon ins Kakaoige rein, was ich ja überhaupt nicht mag. Aber es war noch okay und hat seinen Dienst ganz gut getan. Dann wieder etwas für die Haare. Das habe ich heute Morgen noch leer gemacht. Und wie man so sieht, es sind zwar Locken da, ne, dafür, dass ich ja meine Naturlocken habe, aber irgendwie, ja gut, ist immer noch auf hohem Niveau, ne? Also es ist eine Mähne. Ja, auf jeden Fall habe ich heute Morgen das Spray hier verwendet noch, den Rest. Das ist das Balea Locken Power Spray. Und ich persönlich mag lieber Lockencremes, aber ja, das hatte ich, glaube ich, mal im Trashpäckchen oder so drin. War okay, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. So. Dann habe ich ein Melt aufgebaut und von Yankee Candle hat man mir mal irgendwie dabei gelegt. Das ist das Moonlight Harvest. Kenne ich nicht. War super. Habe ich eine Limited Edition. Ich muss den mal googeln. Fand ich super toll, den Duft. Sehr intensiv, entspannend. Und trotzdem frisch. Muss ich mir mal hier oben hinlegen und mal ein bisschen googeln. Dann habe ich tatsächlich zwei Duschgele leer gemacht, sehe ich gerade. Und zwar einmal das Balea Duschgel Bahama Dreams. Ja, das hat, das war mit Kokos und Frangipani Duft. Normalerweise mag ich überhaupt gar keinen Kokos. Aber das war hier war okay, weil das hat mich total an den Urlaub in Indonesien erinnert. Weil wegen den Frangipanis. Überall in unserer Hotelanlage waren Frangipanis. Und ja, das war schon dann schön. Dann habe ich, ja, das Duschgel zeige ich euch gleich noch. Und dann habe ich aber hier so eine, von Aldo Vandini habe ich eine Feuchtigkeitsmaske mit Hyaluronsäure und Kaviar aufgebraucht. Und fand die jetzt nicht so irre, weil meine Haut hat sich, die hat nicht reagiert oder so, aber sie hat sich echt, das hat so ganz komisch sich angefühlt. Würde ich mir nicht nochmal drauf tun. Aber sehr ergiebig. Ich hätte die bestimmt 4-mal benutzen können, die kleine Probe. Hab die aber nur 1-mal benutzt und habe ich den Rest dann doch weggetan, weil wie gesagt, fand ich nicht so irre. Ja, dann habe ich von Far, das habe ich mir letztens erst gekauft, habe ich From Shantytan, das ist ja so eine YouTuberin. Richtig, habe ich jetzt richtig gehört. Ja, habe ich die Mandelmilch und Wassermelonenduft. Ich finde den Duft total toll. Ja, würde ich mir nochmal neu kaufen, aber ich glaube, die sind relativ teuer. Also verhältnismäßig. Und dann habe ich aufgebraucht von Alien so eine kleine Probe hier. Alien ist ja ein Duft, den ich sehr gerne mag und deswegen auch immer wieder so mal drankommt. Dann habe ich übrigens letztens auch von Fit Me, von Maybelline Fit Me, meinen Stick habe ich schon aussortiert. Wollte ich euch auch noch zeigen, aber der ist schon verkauft im Kleiderkreisel. Deswegen kann ich euch den natürlich nicht mehr zeigen. Dann, was auch schon im Kleiderkreisel drin ist, ist das, was ich mir eigentlich vor kurzem erst neu gekauft habe. Und zwar ist es von Make Up For Ever, dieses Pro Sculpting Duo. Dieses hier, das ist so wundervoll. Aber der Highlighter, der changiert mir zu... Ja, ich hoffe... Oh.
Warte, ich mache ein bisschen mehr. Der ist mir auf jeden Fall, die Farbe gefällt mir an mir nicht. Seht ihr das? Der ist total schön, außergewöhnlich, aber der gefällt mir an mir überhaupt nicht. Ja, und dann ist er halt noch ein Bronzerton, ne? Der Bronzer wäre auf jeden Fall okay gewesen. Einfach zum Bronzen, jetzt nicht zum Konturieren, ne? Aber dafür ist das High-End-Schätzchen mir doch zu schade, um dann nur in meiner Schublade liegen zu lassen. Dann geht es auch noch um einen NYX Blush. Den habe ich letztens in einem First Impression nochmal ausprobiert. War das First Impression? Ich glaube, ja. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ha, soll ich den behalten? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, den NYX Blush hier in der Farbe Moving Out abzugeben. Das ist dieser hier. Eigentlich voll toll, ne? Das ist so voll mein Beuteschema. Aber irgendwas hat mich jetzt dazu gebracht, mich von diesen Schätzchen zu trennen. Ja. Wenn ich den so sehe, finde ich den wunderschön. Aber an mir, ich weiß nicht, irgendwas flecht mich nicht an ihm. Und dann habe ich hier noch drei Nagellacke. Das ist einmal den ich von Fluffy Rena in diesen Schick mir ein Gesicht hatte. dann habe ich von irgendeinem Tauschpäckchen, war das auch, diesen Essence Light Reflection Nagellack hier. Das ist so ein Überlack, um so Bubbles zu kriegen. Aber ja, irgendwie fand ich den Effekt bei mir jetzt nicht so cool. Und ja, ich habe hier einen, den ich eigentlich total toll finde, von der Textur und so weiter. Und zwar ist das von Love. Den habe ich letztens erst zugeschickt bekommen. Und zwar heißt der Revealing Redwood. Aber ich habe tatsächlich so ein paar Nagellacke von Essie, die sich sehr, 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 sehr ähneln. Oder quasi genauso aussehen. Und deswegen kommt der auch weg. Ich habe wieder was leer und aufgebraucht und aussortiert. Und zwar zum einen habe ich das Sunbeam von Benefit. Das ist so eine kleine Mini-Probe. Wie viel Milligramm ist da eigentlich drin? Kann ich euch nicht sagen. Ich zähle es auf jeden Fall als ein Produkt in meinen 52 Produkten. Ich habe das Ratzeka leer gemacht. War ein wirklich schöner Highlighter. So leicht goldig, was ich sehr schön fand. Weil normalerweise so goldene Highlighter und ich, wir sind ja nicht so ganz große Freunde. Aber der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und er ist jetzt leer. Genauso wie ist leer, der ist auch in meinen Top, nee, wie heißt es, Project Pen drin, ist das der Anti-Aging Effekt Maybelline Delish Auge. Hier unten sieht es so aus, wäre da noch was drin, aber es ist wohl der Rest. Ich habe nichts mehr rausgekriegt und ich fand bester Concealer aus der Drogerie ever. Dann habe ich etwas aussortiert und zwar aus der, ist beides ungefähr halb voll, Planet Spa Reihe von mit Olivenöl, die Feuchtigkeitsmaske und das Gesichtsöl dazu. Ich mag den Geruch dieses Olivenöl Aloe Vera Gedöns nicht so gerne und deswegen gebe ich das ab. Nicht, weil es scheiße ist, weil es ist wirklich gut, sonst hätte ich das nicht so häufig verwendet. Kommt das Gesichtsöl, das kommt hier mit so einer Pipette. Man nimmt sich dann so 3-4 Tropfen und das reicht dann fürs komplette Gesicht. Hat sehr gut gepflegt, aber wie gesagt, der Duft, der hing mir dann irgendwann aus dem Hals raus. Aber Leute, die so Olivenöl mediterranes mögen, sind auf jeden Fall mit ausgerüstet. Dann habe ich aufgebraucht die Make-up-Pads, Wattepads. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die ersten die Make-up-Wattepads, die ich bisher verwendet habe. Also ich hatte noch nie vorher die teuren. Aber ich fand die echt gut, weil die eine Seite war halt schön weich fürs Augen-Make-up entfernen. Und die andere Seite, die war so leicht angeraut, womit man dann halt auch gleichzeitig so das Gesicht ein bisschen peelen konnte. Fand ich cool. Und dann habe ich hier von Nivea den Augen-Make-up-Entferner Öl mit ölhaltigen. Auf jeden Fall war das mit Double-Effekt. Also es war nicht wirklich Öl, aber so eine coole Formel, die das Augen-Make-up sehr gut runtergenommen hat. Und ja, ich habe keine Ahnung, ich habe den mal im Tauschpäckchen drin gehabt, im Trash-Päckchen. War sehr angetan, würde ihn mir auch tatsächlich wieder kaufen. Ja, und dann habe ich hier noch etwas Aussortiertes. Und zwar von Bath & Body Works habe ich hier einen Duftspray aussortiert. Und zwar ist das das Dark Kiss. Und das riecht original, also zumindest erinnert mich das sehr stark daran, an das Terry Mugler Angel. Also, oder das Wish, kennt ihr das Wish von Chopin? Also riecht sehr stark danach und irgendwie ist das kein Duft für mich. Ich werde damit einfach nicht warm und es ist noch fast voll und das landet jetzt im Kleiderkreisel. So, ich habe wieder so ein bisschen was leer und vor allen Dingen auch aussortiert, was mir in einerseits total weh tut, aber andererseits muss es einfach gehen. Und zwar
als allererstes gebe ich ab wieder diese Anti-Aging 5 Minuten faltenfreie Sache. Die ist relativ teuer. Ich habe die zugeschickt bekommen. Habe die auch schon getestet in einem Live-Video. Kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Es funktioniert irgendwo, aber ich brauche sie einfach nicht. Und die ist halt in so einer Tube, kommt sie. Wie gesagt, einmal habe ich sie verwendet für die Wangen und für die Nase und so leicht Stirn. Ja, wer Interesse daran hat, gerne Kleiderkreisel oder vielleicht auch mal hier oder Instagram. Schreibt mich einfach irgendwo an, wenn ihr da Interesse dran habt. Dann habe ich 2 Parfümproben leer gemacht und zwar einmal von Bulgari, das Goldea The Roman Night. Sehr gutes Parfüm. Ich habe ja das normale Goldea, ich liebe es. Das hier kommt allerdings nicht an dem normalen ran. Und was ich auch hatte, war das Versace Pour Femme Dylan Blue. War ein schönes Parfum, aber keins, was ich mir kaufen würde. Ja, genau, die werde ich quasi, ihr seht's ja, aber demnächst geht nämlich noch etwas von mir leer, ein Porenverfeiner von Benefit in 5 ml. Und dann haben wir quasi, hier ist 2, hier ist 1 ml. Wenn ich noch eine Parfümprobe habe, dann bin ich wieder bei einem Produkt, weil, nee, ab 5 ml zählt das ja. Wartet mal, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Genau, das ist 3 ml, genau. Und die 2 noch dazu und dann habe ich wieder ein Produkt. Aber das da wird erst demnächst leer. Aber das seht ihr dann ja noch. Aber ich kann es ja dann schon mal in dem Sinne erwähnen, dass es leer ist. So, dann leer ist ein Yankee Candle Tarte und zwar das Christmas Magic. Und ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn mir damals erst als Tarte gekauft, und um zu testen. Und dann durfte er natürlich auch direkt als großer Hauswürmer bei uns rein. Und der riecht auch sehr intensiv als Hauswürmer. Und der riecht so toll. Der riecht nach Weihnachten. Ich rieche sogar einen Hauch Zimt, obwohl da kein Zimt drin ist. Aber so Weihrauch, Moschus, Patchouli. So richtig schön schwer mit so einem leichten tannigen Duft. Ich liebe es. Ist so ein toller Duft. Megamäßig. Kann ich nur empfehlen. Was auch leer gegangen ist, ist meine Rival de Loop Eyeshadow Base. Gott sei Dank. Ich fand die mal eine Zeit lang richtig gut. Ich weiß nicht, ob die an der Formulierung was geändert haben, aber ich finde sie wirklich nicht mehr gut und werde sie mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe sie auch heute Morgen den Rest verwendet und es hängt alles noch in meinen Falten. Never ever, kaufe ich nicht mehr. Also im Sommer habe ich noch auf das Schwitzen im Sommer geschoben, aber jetzt im Winter funktioniert sie genauso wenig. Also ich tue sie jetzt in meinem Fächlein für die 52 Produkte Challenge, aber kann ich nicht empfehlen, dieses Ding. So, was auch leer gegangen ist, hier habe ich sogar, sieht man, dass ich so gekratzt habe mit so einem Q-Tip-Stäbchen, ist diese Probe, diese Luxusprobe von der Shiseido Synchro Skin Glow Foundation. Dank einer lieben Zuschauerin, mit der ich ein Trashpäckchen gemacht habe, habe ich dieses Ding jetzt nochmal, obwohl ich mir das auch gerade im Kleiderkreisel, ich glaube in einer anderen Farbe, ich glaube in einer Nuance heller, gekauft habe, weil ich die Foundation sowas von genial fand, weil die einfach abgedeckt hat, ohne maskenhaft zu wirken und dann auch noch so ein Glow gegeben hat. Also ein Megaprodukt. Dann ist leer geworden ein Hand Sanitizer von Bath & Body Works. Das war die Ocean Pearl Variante, hat sehr frisch gerochen. Und finde ich gut. Kann ich nichts Böses sagen hier. Und dann habe ich wieder, das tue ich mal wieder weg, 2 Produkte aussortiert. Und zwar, ich liebe diese Farbe. Ich finde den so geil. Ich habe den, glaube ich, 2-mal auf den Lippen nur gehabt. Ja. Den Rest immer wieder auf dem Handrücken. Und zwar ist das der All About Style von Astor. Und der trocknet halt matt. Und Leute, diese Farbe ist einfach sowas von genial schön. Aber dieser Duft, der ist so richtig muffig altbacken. Ich komme darauf überhaupt nicht klar. Und die Farbe ist wunderschön. Ich kann euch die gleich noch zeigen, wenn die angetrocknet ist. Aber leider nicht. Der kommt weg. Und genauso wie habe ich im Trashpäckchen letztens gehabt von UMA einen Lippenstift. Die Farbe ist eigentlich ein ganz tolles Nude. Aber der hat so einen leichten Metalleffekt, sodass es auf meinen Lippen, das sah ganz komisch aus, als ich den getragen habe. Das ist übrigens die Farbe 24. Also der kommt dann leider auch weg. Genau, und jetzt geht's weiter schon mit Produkten, die ich auch aussortiere. Aber da unten steht auch noch meine Leertüte. Aussortiert habe ich auch das Gucci Bamboo. Habe ich euch schon in dem 5-Produkte-Video erzählt. Es ist ein sehr schöner Duft. Ein wirklich sehr, sehr schöner Duft. Aber ich identifiziere mich leider nicht mit ihm.
Und deswegen wird er jetzt auch verkauft oder getauscht, dass ich einen anderen schönen Duft vielleicht finde. Genauso wie gebe ich ab mein Love Translucent Powder. Ich habe festgestellt, für trockene Häutchen ist es nichts. Also leider nicht. Es hat halt meine Stellen, je nachdem welches Make-up ich verwendet habe, hat es meine trockenen Stellen halt hervorgehoben und das ist dann halt natürlich nicht so gut. Ne? Im Endeffekt will ich das natürlich nicht, das will ich vermeiden, dass man trockene Stellen sieht. Deswegen nehme ich auch ölhaltige Foundations und ich denke, für normale Haut wird das auf jeden Fall besser sein. Ich habe diese Puderquaste, weil man macht das hier so auf und dann ist ein Netz drin. Seht ihr? Mit dem Puder und dann geht er halt mit der Puderquaste drauf und drückt euch das aufs Gesicht. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert und ist auch sehr fein gemahlen. Ja, aber es ist halt nichts für mich. Ich denke, für normale Haut ist es sehr gut geeignet. Diese Puderquaste hier, die habe ich gewaschen. Allerdings ist da tatsächlich noch was drauf geblieben. Hätte das vielleicht kochen sollen, aber so dermaßen wollte ich das jetzt nicht übertreiben. Es ist auf jeden Fall frisch gewaschen, das Teil. Ja, und es ist halt noch ein wenig feucht, deswegen lasse ich es offen. Was total blöd. Also, ich hatte euch ja gerade eben am Anfang schon gesagt, ich habe tatsächlich... Och nein, jetzt habe ich meine Jeans versaut. Oh, Mann, oh. Naja, egal, muss ich waschen dann. Ja, ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich Produkte dabei habe, wo ich fast hinterher weine, aber das bringt nichts. Ich habe eine Colourpop-Palette, die habe ich gerade erst eigentlich gekauft irgendwo, aber sie gefällt mir nicht wirklich so 100%. Und deswegen verabschiede ich mich wieder von ihr. Das ist die Yes Please Palette oder Cute F eigentlich, ne, so. Hier hinten steht da nochmal Yes Please drauf. Und die Farben sind halt komplett Sommer, ne, also muss man ja sagen. Also mega geile Palette, ja, sehr schimmernd. Diese total trendigen Rot-Braun-Töne. Für ein schönes Nude, wenn man halt ganz normal mit einem Braun zum Ausblenden. Also es ist schon was dabei, was mein Herz höher schlägt, ja. Und vor allem die Pigmentierung, Leute, die ist auch so geil. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu blöd geswatcht. Wartet mal. Schaut mal. Ziemlich geile Pigmentierung, muss man ja sagen. Aber ich weiß, dass sie bei mir viel zu kurz kommen wird. Leider. Vielleicht noch das Braun hier oben. Boah, guckt euch das Braun mal an. Ja, ich werde sie jetzt in den Kleiderkreisel stellen und vielleicht kann ich ja jemand anderen damit glücklicher machen, als ich es bin. Ich habe nämlich jetzt auch zwei neue Colourpop-Paletten bestellt, die definitiv mehr was für mich sind. Aber das seht ihr ja in einem Haul dann. Kommt dann weg. Dann habe ich auch aussortiert, die habe ich gerade erst in einem Trash-Päckchen gehabt. Das sind wieder drei Kajalstifte. Die sortiere ich aus, weil lila und ein Lipliner, genau, auch in so ein Lila. Brauche ich dann doch nicht. Eine Handcreme habe ich aufgebraucht. Und zwar hatte ich die auch mal in einem Trashpäckchen mit Granate und Hand, also Granatapfelduft oder Extrakt. Ja, fand ich sehr gut. Würde ich auch nachkaufen, hätte ich nicht noch 300 Trillionen neue. So, dann habe ich auch aussortiert eine Imperial Candle. Die habe ich ja letztens zugeschickt bekommen. Zum Testen. Da war ein Ring drin. Den Ring kann ich euch mal zeigen. Das ist der Ring, der da drin war. So ein mit lila Steinchen. Also ich finde den gar nicht mal so schlecht, obwohl das jetzt nicht mein Stil ist. Aber ja, finde ich ganz süß. Ja, aber ja, zu der Kerze an sich. Die riecht schon in... Oh, der Deckel drin schon wieder. Die riecht intensiv, ja. Allerdings füllt sie nicht meine Erwartungen an einer Duftkerze, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe sie so doof ausgemacht, die ist ein bisschen doof, naja. Ich habe sie nämlich ausgepustet und dann habe ich sie bewegt und dann ist das da entstanden, aber ist noch alles gut, also Düfte sind frei. Ja, der Duft. Cranberry, Orangen und Vanille sollte es sein. Und ich rieche tatsächlich nur ein bisschen Cranberry, also was heißt ein bisschen, die Cranberry ist auf jeden Fall sehr stark. Und ich habe sie halt nochmal im Schlafzimmer angehabt und wollte halt nochmal sehen, wie stark ist der Duft. Und im Schlafzimmer habe ich sie sehr intensiv wahrgenommen. Im Wohnzimmer bei uns, weil das ist schon was größer, leider nicht so. Also je nachdem, für welchen Raum man die haben möchte und was für eine Geruchsrichtung man nimmt, ist sie wahrscheinlich doch ganz cool. Aber für 34 Euro, ja gut, man weiß natürlich nicht, was für einen Wert der Schmuck, den man halt in dieser Wundertütenkerze kauft, ja. Der Ring, den habe ich halt nachgeschaut, der kostet,
ich glaube, 25 Pfund. Also ist man dann tatsächlich mit der Kerze ganz okay. Ne? Um Gottes Willen fährt man dann. Aber ja, ich habe mich für diese Christmas Wish Kerze ja entschieden, aber das war dann tatsächlich nicht ganz so die richtige Entscheidung. Also leider. Aber die andere Kerze teste ich auf jeden Fall noch weiter. Die gefällt mir schon dann doch besser. Aber diese hier, von der verabschiede ich mich und versuche dann in dieser Yankee Candle Facebook-Gruppe vielleicht irgendwas anderes dafür zu ergattern. So, ich